Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Tja, das ist auch ein Thema, das muss ich einfach besprechen mit euch, weil man begegnet immer wieder Leuten, wo man sagt, der ist aber eloquent, also redegewandt, oder der kann sich ja gut ausdrücken. Und das wissen wir ja. Es gibt ja Menschen, die sich nur darauf versteifen, wenn sie sonst nichts können, wenigstens zu quatschen, um des Quatschens willen, beziehungsweise um gebildet zu erscheinen. Das hatte ich ja alles in dem Buch schon. IQ ist nichts und Unbildung alles schon weiter besprochen. Aber jetzt eine weitere Ergänzung, Nachtrag 07, und zwar es geht um die sogenannte Heuristik und auch Dialektik. Was dahinter steckt, da müssen wir erstmal schnell in die Dialektik gehen. Ich werde es wahrscheinlich dann mit Heuristik weiter vervollkommnen. Heuristik ist die Kunst des Streitens und Debattierens mit dem Ziel, Recht zu behalten, selbst wenn man im Unrecht ist. Und dagegen sich zu schützen, muss man erstmal verstehen, wie Dialektik überhaupt funktioniert und hat dann praktisch eine Art Waffe in der Hand, um der Heuristik zu begegnen. Wir kennen alle solche Menschen, ne, die egal wie immer irgendwie scheinbar doch Recht behalten. Gut. Es geht also um diesen Nachtrag 07, Dialektik, und später werden wir uns um Heuristik kümmern. Schnell mal zwei Beispiele, und zwar einen relativ ungeschickten Satz, und ich sage auch gleich, warum der ungeschickt ist. Beispiel, ich sage, ich kaufe mir immer einen Mercedes, weil, und dann kann ich Gründe aufführen, wie ich will. Im Allgemeinen, das war früher ganz extrem, war der Mercedes das Auto für Opas mit Hut, die so langsam auf der Autobahn hinschleichen oder auf den Landstraßen den Verkehr behindern und so weiter und so fort. Und hatte was Altbackenes und, und. Da wir ja sehr geschmacksgesteuert sind, wir Menschen, kann es durchaus sein, dass wenn ich meine Rede so anfange, sprich meine Argumentation, weshalb ich mir einen Mercedes kaufen möchte, wenn ich den gleich so anfange, kann es durchaus sein, dass der andere schon innerlich abschaltet und sagt, Gottes Willen, warum soll ich mit dem reden? Der fährt ein Auto, nee, das mag ich nicht, noch nicht. Das ist ein Auto des so einem Reichtumssymbols, oder das ist ein Opa mit Hut, Auto, das ist lahm, das ist unschick und na und so weiter. Und dann schaltet der ab. Das ist ungeschickt, so anzufangen. Beispiel, anders, etwas geschickter. Pro Jahr fahre ich 60.000 Kilometer mit dem Auto. Pannen und häufige Werkstattbesuche kann ich mir nicht leisten. Garantie hin oder her. Dazu muss mein Auto Komfort, gute Straßenlage, Sicherheit und kraftvolle Motorleistung miteinander verbinden. Okay, Geschmack hin oder her, aber ein Mercedes hat alle solche Eigenschaften und darum kaufe ich mir seit Jahren nur noch Mercedes. Gucken wir uns das mal an. Die Einleitung, also pro Jahr fahre ich 60.000 Kilometer mit dem Auto. Puh, sagt der andere. Aber er kann nichts dran ändern, denn das fahre ja ich und das ist ja meine Aussage, also er kann nicht widersprechen. Oder nicht innerlich abschalten. Er sagt vielleicht, oh, der ist aber viel unterwegs. Pannen oder häufige Werkstattbesuche kann ich mir nicht mehr leisten. Oder kann ich mir nicht leisten. Ja, da sagt der innerlich auch, ja, hat er recht, klar, logisch. Wenn er so viel Auto fährt, pausenlos in der Werkstatt rumzuhängen. Unterstützen, sage ich noch, Garantie hin oder her. Ne? Also ich könnte mir ein Auto kaufen, ja, womit ich auch viel fahre, aber die Hälfte der Zeit stehe ich in der Werkstatt. Krieg dann, hab Ärger, muss mir ein neues Auto ausleihen dafür für die Zeit und so weiter. Ist nur Ärger, kostet nur Zeit, sinnlos. Pannen erst recht, ne? Man steht bei schlechtestem Wetter auf irgendeiner Straße, regnet voll und das Auto funktioniert nicht. Na und so weiter. Dazu muss mein Auto Komfort, klar will jeder, gute Straßenlage, logisch, Sicherheit, klar, und kraftvolle Motorleistung verbinden. Ja, wer kann dagegen meckern? Niemand. Geschmack hin oder her, ne? Geschmack. Darüber lässt sich nicht streiten, sagt man ja gerne. Ein Mercedes hat alle solche Eigenschaften. Da kann auch keiner meckern. Klar, Komfort hat er. Straßenlage, okay, ist kein Rennauto, aber mittlerweile ist er ausgezeichnet, liegt er auf der Straße. Wenn ich das mit früher mit dem Porsche vergleiche, liegt der heutige Mercedes, E-Klasse zumindest, weiß ich es, aber auch A-Klasse, die kleine neue, so sicher wie früher vor 20 Jahren Porsche auf der Straße. Noch dazu, wenn man Luftfederung hat, dann erst recht. Ne? Sicherheit, klar, viel Karosse um mich rum und kraftvolle Motorleistung. Das ist ja nun wirklich leicht zu realisieren. Es gibt es ja in wirklich allen Varianten solche Autos, auch mit Motorleistung. Ich kann also dagegen auch nichts sagen als Zuhörer. Geschmack hin oder her unterstützt die ganze Geschichte und Mercedes hat das alles und
Darum kaufe ich mir seit Jahren nur noch Mercedes. Dann sagt der andere, okay, ist vielleicht nicht mein Geschmack, aber okay, verstehe ich. Er hat bis dahin zugehört, konnte nicht meckern und kann demzufolge meine Hauptaussage gut hinnehmen. Dialektik ist die Kunst der Rede. Es funktioniert im Allgemeinen so, dass, wenn man geschickt argumentieren möchte, sich am besten solcher dialektischen Grundregeln bedient. Und zwar, ich nenne zuerst das Beweismaterial, nämlich das alles, was dafür spricht und wogegen keiner meckern kann. Dann schlussfolgere ich daraus und dann kommt mein eigentliches Beweisziel, was ich eigentlich sagen wollte. Normalerweise sagen wir es umgekehrt, ich kaufe mir immer noch einen Mercedes, peng, und der andere hört schon nicht mehr zu. Gucken wir es uns nochmal an, Beweismaterial, ne, dagegen kann keiner meckern und so weiter, was ich alles gesagt hatte. Und jetzt kommt noch ein Stückchen, was das Beweismaterial unterstützt, sodass man sagt, okay, wenn hier schon einer ein bisschen zum Meckern droht, dann kann man sagen, okay, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Das ist eine ganz allgemeingültige Aussage. Ich sage es in diesem Fall Geschmack hin oder her. Und jetzt kommt meine Schlussfolgerung. Alles das hier, daraus schlussfolgere ich. Ich ziehe also praktisch eine Gemeinsamkeit daraus und Mercedes hat alle solche Eigenschaften und darum, und jetzt kommt meine eigentliche Hauptaussage, eigentlich ganz einfach, ne? Das war jetzt hier aber keine Aufforderung, sondern das war eine ganz einfache Bewertung oder eine Tatsache, ein Tatsachenbeweis, kann man sagen. Die Tatsache ist nämlich, dass ich mir einen Mercedes kaufe. Bewerten hieße das, wenn ich dann nicht sage, ich kaufe mir, sondern ich finde deswegen den Mercedes ganz gut, das wäre dann ein Bewertungsbeweis, in diesem Fall ist ein Tatsachenbeweis. So, und jetzt gucken wir uns mal noch an. Das habe ich schon mal gemacht, aber die Menschen sind ja nicht gleich alle schon auf diesem Kanal gewesen. Ein Beispiel, ich werde es euch unten in der Videobeschreibung verlinken, eine Aufforderung geschickter aufbauen, eine kurze Lesung aus einem anderen Buch. Und ein Aufforderungsbeweis ist noch ein bisschen anders. Aber wie der richtig funktioniert, erkläre ich da nochmal und verlinke euch das. Beziehungsweise das alles, und da gibt es dann noch ganz trickreiche Geschichten, wie zum Beispiel indirekte Suggestionen. Auch da lese ich entsprechend. Das ist alles unter der Playlist Pädagogik ist einfach und auch die werde ich euch verlinken zu finden. Und dann ja, wünsche ich mal viel Spaß, euch erstmal mit den Grundbegriffen so weit auseinanderzusetzen, dass ihr dann später die Heuristik, das heißt das ist der unfaire Teil der Dialektik, also heuristische Dialektik sagt man auch, dass ihr euch dann mit der Heuristik besser auskennt. Wenn ihr praktisch dann nach diesem Grundwissen euch das so weit verinnerlicht habt, dass ihr auch sagt, naja, ab jetzt werde ich etwas geschickter argumentieren, dass ihr dann auch die böswilligen Geschichten, also, ne, ist ja die Kunst des Streitens, egal, selbst wenn man in Unrecht ist, Recht zu behalten, dass ihr das dann besser könnt. Gut, ja, dann denke ich mal, lassen wir es bis dahin heute. Ich hoffe, es hat geholfen und ich hoffe, dass euch dadurch mehr Sicherheit gegeben wird, auch im Argumentieren, denn das brauchen wir ja nun umso mehr und auch im Erkennen solcher Heuristiker, die uns den ganzen lieben langen Tag irgendwie ein X für ein U vormachen wollen. Das haben wir ja ständig. Gut, also alle guten Wünsche. Bis denn. Tschüss.